Das ist auch nur in meinem Kopf. Ich merke schon, das ist langsam kriege ich den Verfolgungswahn hier. Nein, das Geräusch. Ich glaube nicht, dass es nur in meinem Kopf ist. Es scheint jetzt wirklich. Mist, da habe ich jetzt überhaupt nicht richtig hingeguckt. Oh. Das wummert einem gut aufs Trommelfell. Ja. Baumelnder Abscheu, geduldig, durstig, pelzige Blutegel, ängstlich hochzuschauen. Ja, alles Gute kommt von oben. Genau. Okay, dann gehe ich mal wieder eine Runde Klavier spielen, was man mich ja im Grunde nie lässt. Jetzt weißt du, warum er dich das nicht lässt. Nee, eigentlich weiß ich es nicht.
Ich weiß nicht, ob ich die Drogen haben möchte, die der Intus hat. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ja. Ja. Jetzt sehe ich wieder so schlecht hier. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich gehe da mal wieder ins Licht. Fortschrittsraum. Aber sterben kann man wohl nicht. Scheinbar nicht. Da war ja noch das Fotoalbum. Genau, haben wir da. Frau und Klavier. Aber irgendwie. Entweder haben wir kein weiteres Foto gefunden oder es kommen einfach keine neuen dazu. Aber die ganzen Rattenbilder hängen jetzt hier rum. Na toll. Ja, man weiß ja nie, wofür man sie mal gebrauchen kann. So, ich denke, da müssen wir mal. Was steht denn da hinten jetzt da? What if you fail? Ja, was dann? Und dann schauen wir mal. Ich arbeite mal am Bild weiter. Ja, so richtig will es immer noch nicht. Immer noch, gefällt mir immer noch nicht so ganz das Bild. Na, aber man kann es ja ahnen. Also, irgendwie. Ja. Ja, vielleicht schon den Knochen lösen. Blablabla. Jetzt haben wir hier also Haut, Blut, Knochen. Ich bin ja eher so ein bisschen der Meinung, dass eine Frau vielleicht da irgendwie. Das ist eine Frau, ja. Was. Wieso ist der Boden denn hier auch kaputt? Vielleicht hat das hier auch vergraben oder eingemauert oder was weiß ich. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich traue ihm auch viel zu. Ich habe ihn. Sieht aus wie ein Fetischraum, aber ist es wohl nicht. Ich denke fast nein. Wo sind wir denn jetzt gekommen?
hat hier offensichtlich auf dem Fußboden gemalt. Und auch an den Wänden. Ja. Und auch in diesem Raum. Wieder ein Raum mit 4 Türen. Wahrscheinlich wieder dieser eine Raum mit den zugemauerten. Drunk. Delirious. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down, and this time, let's make it perfect. Genau, warum pink? Ja. Wir sind die Tochter auf der Spur, aber inwiefern, weiß ich noch nicht. Hey, what is that? Wait. What day is it? Oh, 5. Geburtstag. It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Sie ist 5 geworden. Okay, er hat den Geburtstag seiner Tochter verpasst. Ja, sieht so aus. Oh, mein Freund, die Ratte. Das sieht so aus, als könnte man hier wieder durch den Boden fallen. Da ist ein Foto. Das Foto kann man nicht anklicken, gell? Ich weiß nicht, welches du meinst. Ach so, das ist in der obersten Schublade. Sorry, jetzt habe ich gerade das zweite Bild gesehen. Ach, wieder so Heirats. Kinder in einer Ehe, Eheratgeber, erwartet das Unerwartete. Die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Nur das scheint ja hier sehr gelungen. Also den Ratgeber kannst du schon mal in die Wand nageln. Genau.
Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen Gratissatz motivierender Aufzeichnungen stark genug, Volume 1 und 2. Ah, okay. Bestelle ich mal nicht. Nee. Geräusche. Ich mach mal Licht rum, was steht da? Quietsch. Quietsch. Ja, das ist natürlich ein cooler Humor jetzt. Ja, gut, dann gehe ich mal dahin, wo es quietscht. Ach, das ist mir schon wieder zu dunkel. Kein Lichtschalter. Ich sehe doch schon wieder hier drin nichts. Muss man vielleicht doch nicht. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Ja, aber die sind doch genderneutral, die Dinger. Da hat jemand am Fenster geklopft. Das war bestimmt das Kind. Na, da stand ja auch sowas Puppenähnliches draußen. Langsam lächerlich geworden. Du kannst sie nicht einfach mit Geschenken überhäufen, bloß weil du dich gerade schuldig fühlst. Verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst. Sie braucht einen Vater, nicht noch eine nutzlose Ablenkung. Okay. Gut, dann wissen wir jetzt, wo die Puppen sind. Ein kaputter Spiegel mehr. Da sind wir gekommen. Genau, die Tür ist auch zu. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Wie man
mich Kind an. Das ist auch besser so, hier geht's ja nicht weiter. Verändert haben da im Ritt. Okay. Nehmen wir das mal so hin. Man kann nicht immer was verändern. Ja, eben. Aber die Pfeile da drauf waren das irgendwelche Spielzüge, oder? Ja, sah so aus. Aber spielen konnte ich ja nicht. Lebte eine Ente und ein Freak war sie auch. Nicht zufrieden damit, dort im Fluss bloß zu schnabeln, riss sie Herzen heraus und fraß Lebern mit Gabeln. Alles klar. Ja. So viel dazu. Von mir sein können, das Gedicht. Ich bin da eh nicht begabt. So, die Tür. Nee, der andere Gang interessiert mich jetzt mehr. Aber da kommt man scheinbar. Wer weiß. Oh. Ich weiß nicht. Ach nee. Okay. Das war wieder wohl die Neugier wieder besiegt hat. Ach, wenigstens wird es wieder farbig.
es ist kurz nach 12. Hinter unseren Rücken redend. Oh. Hey Bild, ich habe genau gesehen, dass du das warst. Dran machen kann ich aber nichts.